stinkt nach Verwesung? Wieso stinkt's hier nach Verwesung? Verstehe ich nicht. Ja, scheiße, nein. Ach, ich weiß es auch nicht. Ja, genau. Ich weiß es auch nicht. Warum stinkt's hier nach Verwesung? Sollten wir nicht hier irgendwie so eine Duftwolke finden oder sowas dann zumindest? Es stinkt nach Verwesung. Was will uns Geralt damit sagen? Hier kann ich nichts erkennen. Ich kann die Visage nicht mehr sehen. Ich gehe mal ein Stück weiter, aber es sieht nicht so aus, als wäre hier irgendwas von Interesse. Meine Verehrung? Nee. Komisch. Das hat mich jetzt was aus dem Konzept gebracht hier. Wieso sagt er hier, es stinkt nach Verwesung? Der Mutant hat gerade noch gefehlt. Ja, der Mutant geht jetzt aber auch wieder, weil das er findet nichts. Mir aus dem Weg gehen, das kannst du tun. Okay, wie weit ist es denn? 130 Meter. Ist schon ein kleines Stück, aber naja. Gesundheit. Keine Musik? Warum spielt eigentlich keine Musik? So, und hoffentlich haben wir bald mal alle Questreihen hier in Seelen durch. Damit wir uns mal auf den Weg machen können nach Skellige. Da freue ich mich nämlich auch schon tierisch drauf. Wobei mein Kumpel hat mich schon vorgewarnt, in Skellige geht es wohl, glaube ich, genauso weiter mit den vielen Quests. Naja, das werden wir auch schaffen. Komm halt nochmal 200 Folgen, ne? Macht doch nichts. So. Irgendwo hier muss er, glaube ich, sein. Unten. Es wird unten angezeigt. Ah, hier geht's runter. Und ich habe immer noch die Hoffnung, dass wir einen Friseur treffen. So, bestimmt dieser zwielichtige Typ dort hinten. Sieh mal an, dieser verflohte Mutant. Gesell dich doch bitte zu uns. Ravi liebt Gesellschaft. Sieh nur, wie froh er ist, dich zu sehen. Bist du froh, Ravi? Er wäre sicher noch froher, wenn du ihm nicht diesen Dolch in den Rücken bohren würdest. Das sagst du nur, weil du die Lage nicht überblickst. Unser gemeinsamer Freund Ravi hier wollte gerade um sein Leben spielen. Ihr habt die Karte. Was wollt ihr denn noch? Hättest du einfach aufgegeben, statt zu versuchen, uns reinzulegen, wären wir längst weg. Leider sind alle deine Finger gebrochen. Da muss wohl der Hexer für dich spielen. Wie klingt das? Siehst du? Ravi ist dabei. Was sagst du? Wir erhöhen den Einsatz ein bisschen. Dann kriegt die Sache mehr Pep. Ravis Leben und die Nathalies Karte. Einverstanden? Okay, toll. Gewinnt. Mit unserem Deck. Na super. Das haben wir doch eigentlich schon so gut wie verloren. Aber ich will es nicht unversucht lassen. Natürlich versuchen wir Ravi zu retten. Und ich hoffe, wir können es nachher auch noch machen, wenn wir es nicht mit Gewinn schaffen. Können wir den einfach umboxen dann? Aber wir versuchen es erstmal. Also gut. Ha, und ich hielt dich schon für einen Langweiler. Spielen wir! Oh Gott. Und nach wie vor kann ich auch nur die nördlichen Königreiche als Deck nehmen. Guck mal, wir haben die Isengrim-Karte noch. Die bringt aber nichts. Kann man damit spielen? Geht das? Nee, ne? Warte mal. Nee, das ist ausgegraut unten, der Knopf. Kann echt nur mit den Karten spielen. Na, dann. Eieiei. Wir beginnen. Erstmal gucken hier. Genau, so viele Einser-Karten.
verbrennen. Aha. Was haben wir hier gekriegt? So, wir sind am Zug. Dann probieren wir es direkt mal mit den Vollen. Der durfte sich jetzt eine Karte ziehen, ne? Wenn ich das richtig sehe. Verstärken wir die einfach mal noch. Was macht er denn? Will er uns verarschen? Hä? Verstehe ich gerade nicht. Was sollte das denn? Ah, noch eine Einheitenkarte gekriegt. Das ist sehr gut. Irgendwie traue ich dem Hund nicht. Warum traue ich dem nicht? Eigentlich können wir jetzt alles rausballern, in der Hoffnung, dann passen zu können. Ich mache erstmal ein bisschen kreuz und quer hier über alle hier Dings, ne? Alle Reichweiten. 10, 10. Was macht Soltan nochmal? Nix, ne? Soltan kann nichts Besonderes. Deswegen steht da auch nichts. Also eigentlich können wir jetzt alles rausballern, was wir haben. Und dann passen in der Hoffnung, er kommt nicht hinterher. Andere Chance sehe ich da gerade gar nicht. 18 zu 20 ist natürlich ein bisschen knapp. Nee, 11, 13. Okay, wir können aber noch ihn hier benutzen. Enge Bindung. Ah, wir können uns jetzt wieder was aussuchen. Dann nehme ich doch mal, sie hier. Patsch. Verbrennt die stärksten Karten. Das wäre bei uns eine 6er und bei ihm eine... Ich muss jetzt passen. Ich passe. Oh, 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 oh. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Nein! Mist, verdammt. Alter, da hat er noch einen rausgehauen. Und ja. Oh. Und jetzt? Was ist denn das jetzt für eine Situation hier? Ja, sehr schön. Er passt. Verbrennt die stärksten Karten. Shitter. Wir haben eine Niederlage erlitten, obwohl wir beide keine Karten mehr hatten. Tja, das war's für Ravi. Jetzt bist du dran, Scheißkerl. Na warte, dich mache ich kalt. Ich setz dich auf Klo. Solche Arschlöcher, echt. Na toll, ich habe ja gesagt, das wird nix.
Weil gewinnt. Wir haben es zumindest versucht. Naja, gehen wir hier raus. Nichts, worauf man stolz sein könnte. So kranke Drecksäcke auch wieder. Kommen wir hier raus? Jo, hier kommen wir raus. Okay, jetzt müssen wir Soltan noch treffen. Vor dem Haus von Cäsar Bilsen. So hieß er, genau. Oh Mann, der arme Rabbi. Was ist, grauer Junge? Suchst du nach einem Abenteuer? Dem hätte ich echt gern geholfen, aber... wie Geralt schon bemerkt hat, die Karten sind echt nicht gut, glaube ich. Ist schon mehr. Zwei Tote, die Karten hatten und jeweils drei, die sie umgebracht haben. Warum erst morgen kaufen, was du heute schon kaufen kannst? Hey, fass dich bloß nicht da an. Bin ich mal gespannt, wie es weitergeht hier. Ah, da bist du ja. Wie war's denn mit Ravi? Ich hab die Nathalies Karte. Wunderbar. Jetzt bleibt nur noch Cäsar Bilsen, dann haben wir es in trockenen Tüchern. Machen wir es so. Ich beschäftige ihn und du schleichst nach oben und durchsuchst sein Kuriositätenkabinett. Da findest du die Karte bestimmt. Ach, Soltan. Also wenn du wüsstest, was die Karten hier... was hier passiert, damit du glücklich bist. Also, ne. Können wir ihm die Karte nicht einfach abkaufen? Wäre das nicht unkomplizierter? Wenn ich Geld übrig hätte, würde ich mich nach Porvis absetzen. Cäsar würde Fringilla außerdem niemals verkaufen. Aber keine Sorge, er wird schon nicht so schlecht wegkommen. Ich habe eine Flasche Mahakama-Schnaps für ihn. Der feinste Geschmack der Heimat ist einem Exilanten doch mehr wert als eine blöde Karte. Sagtest du nicht, Cäsar tränke nicht? Nein, ich sagte, man könne nicht mit ihm trinken, weil er sein Haus kaum noch verlässt. Da kann man ihn außerdem abfüllen wie eine Priesterin. Nach drei Runden können wir bestimmt mit dem kompletten Kabinett rausmarschieren und dabei drei Jungfrauen von Vico Varro schmettern. Was hat er denn alles in diesem Kabinett? Ha, wer weiß das schon. Du wirst's als Erster erfahren. Ich nehme an, dass es entweder mit Sodomie oder mit Metallurgie zu tun hat. Aber das kannst du mir ja hinterher sagen. Gehen wir. Ah, ob das eine gute Idee ist. Ich wage es zu bezweifeln. Chivai? Cäsar Bilsen, weißt du noch, wie wir gestritten haben, wer König des Ponta ist? Der Hecht ist König des Ponta. Siehst du, ich bin hier, um dir klarzumachen, dass es der Wels ist. Und ich komme nicht mit leeren Händen. Wer ist das? Der? Das ist Geralt. Und, angelt Geralt auch? Na, eigentlich ja nicht. Ja? Ja, neulich habe ich einen Regenwurm ausgeworfen und einen riesigen Barsch gefangen. Im Ponta? Klar doch. Dieses Gewäsch erträgt ja keiner nüchtern. Kommt rein. Okay, Was hilft's, dass Zander so gerne beißen, wenn sie schmecken wie Scheiße in Seifenwasser? Das liegt daran, dass du als Koch so viel taugst wie ein Ziegenarsch als Klarinette. Unlang erst habe ich mit frischem Thymian... Scheiße mit Thymian zubereitet. Ruhe! Ich hab also unlang mit Thymian... Geralt, sag doch auch mal was. Wie schmeckt dir Zander? Beschissen. Ich mag Zander. Das Wort unlang gibt es nicht. Komm, ich lenk mal ein bisschen ab. Das Wort Unlang gibt es nicht. Wen hast du denn da mitgebracht, Chivai? Einen Grammatikpuritanisten? Bilsen, hast du gehört, dass Vibo Batilda neulich eine Erbse ausgeworfen und einen jungen Hecht gefangen hat? Ach, der Schwanzlutscher lügt doch, wenn er den Mund aufmacht. Ponta-Hechte sind nicht so blöd, auf seine miesen Erbsen reinzufallen. Man braucht Lebendköder.
Oder die größten Regenwürmer. Aber auf die sind sie weniger scharf. Ich hab mal einen ausgegraben. Der war so fett, da ist mir selbst das Wasser im Mund zusammengelaufen. Fast hätte ich ihn verschlungen. Bin nicht so sicher. Geralt, was nimmt ihr denn den Kerl Mohan? Bomben ist sehr schön. Muss ich mich an diesem Gespräch beteiligen? Das ist ja todlangweilig. Dann bringen wir mal ein bisschen Stimmung rein. Wir nehmen nämlich den Kerl Mohan, nehmen wir Bomben zum Angeln. Bomben? Was? Wie? Bilsen, hast in letzter Zeit nicht viele Scherze gehört, was? Gut, der hier war nicht so überzeugend. Geralt, hol uns doch noch eine Flasche. Ja, sehr gerne. Mach ich. Bei der hier sehe ich schon den Boden. Boah, bloß weg von diesen Anglergesprächen. Das ist ja... Uiuiuiuiui. Wann angeln wir denn unseren Wels? Ich angle nicht mehr mit dir. Hast du vergessen, was letztes Mal passiert ist? Was ist denn da passiert? So. Wirklich schleichen können wir ja nicht. Deswegen, was ist das hier? Zwergenschnaps, oh, nehme ich mal mit. Aha. Dreieckiges Loch in der Wand. Interessant. Ein dreieckiges Loch, da muss es doch hier wahrscheinlich irgendwo auch den passenden Schlüssel dafür geben. Hier nicht. Da auch nicht. Hier auch nicht. Hier vielleicht am Schreibtisch irgendwo? Ah. Das Messer sieht aus, als wäre es mit der Tischplatte verbunden. Die Schublade ist offen. Ja, das Detail wäre mir jetzt entgangen. Dreieckiger Schlüssel. Da ist er, dann passen wir den mal da rein. Passt perfekt. Geheimtür hinter einem Bücherregal. Klassiker. Ja. Immer wieder gern genommen. Okay, das Kuriositätenkabinett. Ist es das? Können wir uns das alles angucken hier? Tafelgeschirr, von dem Kaiser M hier bei der Krönungsfeier speiste. Verziertes Schwert. Nein, will ich nicht aufnehmen. Kann ich das nicht lesen? Asir war Anahits Halskette. Ob die echt ist? Will ich auch nicht aufheben. Porträt des Kaisers M hier. Tempera auf Holz. Ziemlich geschmeichelt, würde ich sagen. Eine Rüstung? Vollständige Rüstung der 7. Derlan-Brigade. Hervorragender Zustand. Aha. Joachim de Wetz Schädel. Ziemlich düstere Kuriosität. Gut, dass wir auf jeden Fall Zeit haben, uns mal anzugucken. Henkerseil des Stefan Skellen. Oh, das sieht doch nach der Karte aus. Ah, hier ist Fringilla. Okay, lass Soltan wissen, dass du die Karte gefunden hast. Da bin ich ja mal gespannt. Weil einfach sagen, wir haben die Karte gefunden, können wir ja nicht. Sollte man nicht mit einer weiteren Flasche irgendwie da aufmarschieren? Wir sollten eigentlich eine Flasche holen. Oh, mal gucken, was hier unten wieder für tolle Anglergespräche im Gange sind. Frau aus dem Kerker rauskriegen? Hört weiß, hätte ich das nicht gehört. Sultan, wir sollten uns auf den Weg machen. Ja, das sollten wir wohl. Es ist spät geworden. Warte doch! Gehst du schon? Was ist mit der Flasche, die du holen wolltest? Grüß dich, Pilsen. Wir haben eine Nachricht vom Boss. Nachricht? Was für eine Nachricht? Meister Hacker ist sehr unzufrieden. Augenblick mal. Wenn es in den Büchern Ungereimtheiten gibt, ich kann alles erklären. Zu spät. Schnappt ihn. Und ihr beiden verschwindet. Na komm, wir sind bald aus Novigrad raus.
Und er ist zwar ein Angler und ein bisschen durchgeknallt, aber nein. Lasst ihn in Ruhe. Hacker zahlt bestimmt extra, wenn wir den Hexer töten. Na los, Jungs, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Ach du meine Güte, echt jetzt? Jawohl! Aua! Hexer! Überall! Danke! Wie soll ich Hacker das bloß erklären? Schriftlich würde ich empfehlen. Stimmt. Ich muss packen. Viel Glück. Bis dann. So, er lebt zumindest. Wenigstens einer, der mal eine Karte besessen hat und überlebt. Ach, du hast doch ein gutes Herz, Geralt. Übrigens, gute Arbeit bei dem Letzten. Das Blut ist fast bis an die Decke gespritzt. Ich habe mir oben Caesars Kabinett angesehen. Und? Kein Wunder, dass er damit nicht angegeben hat. Eine nilfgaardische Rüstung, ein Porträt von Emir, Joachim de Wets Schädel, Vatier de Rideaus Dolch, Skellens Henkerseil. Ach du Scheiße, Igitt. Ekliger Kerl. Und dem habe ich die Hand geschüttelt. Aber hast du das Seil zufällig mitgebracht? Ich kenne ein paar, die dafür ein hübsches Sümmchen zahlen würden. Manche stehen auf solchen Sultan. Kram. Nein. Ach, wenn du meinst. So. So, ein vollständiger Satz Karten. Und nun? Jetzt holen wir uns einen Riesenhaufen Geld dafür. Auf geht's! Als ob das so leicht geht. Daran glaube ich ja noch nicht. Der Austausch. Wir sollten ihn rasch hinter uns bringen. Hast du Angst, dass dein Kunde es sich überlegt? Nein, dann schon eher ich selbst. Ich hatte so viele Interessenten. Ich kam mir vor wie die Ballkönigin. Wer ist denn der Käufer? Der Freund eines Freundes. Ich weiß nicht viel über ihn, aber er gehört zum Dunstkreis des Herzogs. Das ist sicher. Hm. Du kennst mich, Geralt. Ich habe keine Vorurteile. Solange die Kasse stimmt. Ich glaube trotzdem, dass es auch wieder Massaker enden wird. Ich kann es kaum erwarten, den Bettlerkönig vom Hals zu haben. Ja.